Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In diesem Monat habt ihr viel Schwung und Energie, um eure Vorhaben in die Tat umzusetzen. In den ersten 10 Tagen des Monats dürft ihr euch auf viele süße Liebesbotschaften freuen. Mehr zu euren Sternen gleich. Wenn ihr es natürlich ganz genau wissen wollt oder ein persönliches Anliegen habt, könnt ihr gern eine Beratung bei mir buchen. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Bei der Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Eure langfristigen Tendenzen, die auch jetzt im Februar gelten, habe ich in eurem Jahreshoroskop im ersten Teil ausführlich gedeutet. Da könnt ihr dann noch mal reinschauen und das steht zum Nachschlagen natürlich auch in meinem Buch. Da habe ich euch dann auch die Geburtstagskinder genannt, die wichtige Aspekte von den langsam laufenden Planeten empfangen. Und daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Im Februar sind für euch vor allem die Aspekte von Venus und Mars wichtig. Und die schauen wir uns jetzt zusammen mit den aktuellen Konstellationen an. Der Monat startet harmonisch und schwungvoll, denn die Venus, die Sonne und der Merkur stehen in einem günstigen Aspekt zu eurer Sonne. Hier im Wassermann, der Merkur in der ersten Dekade, die Sonne und die Venus in der zweiten Dekade. Und die Venus geht dann ab dem 3. und bis zum 11. Februar in die dritte Dekade. Gleichzeitig steht der Mars hier im ersten Haus in eurem eigenen Zeichen in der ersten Dekade. Diese Aspekte versprechen eine schöne Aufbruchsstimmung und viele gute Ideen. Und außerdem seid ihr im Gespräch sehr mitreißend und man hört euch gerne zu, weil ihr so interessant und optimistisch seid. Das ist natürlich auch eine super Grundlage, um einen Flirt anzufangen und neue Leute kennenzulernen. Am Sonntag, den 4. Februar, ist ein Top-Tag für euch, sowohl für eure Freundschaften als auch um neue Leute kennenzulernen oder um Pläne zu machen. Ihr seid sehr inspiriert. Wenn euch was Gutes einfällt, schreibt es auf, damit ihr eure Ideen nicht vergesst. Die Karnevalstage können sehr witzig und lustig für euch werden. Falls ihr eingeladen seid, geht unbedingt hin. Vielleicht habt ihr aber auch Lust, bei euch zu Hause zu feiern. Ab dem 11. Februar geht die Venus in die Fische und damit bei euch ins vierte Haus. Und das macht Lust auf Gäste und Spaß mit netten Leuten in den eigenen vier Wänden. Allerdings bildet die Venus dann auch eine Spannung zu eurer Sonne. Dann kann es sein, dass ihr euch zwar Harmonie und Geselligkeit wünscht, euch aber nicht aufraffen könnt, etwas dafür zu tun. Oder dass ihr Bedenken habt, dass euer Heim nicht schön genug ist, um es zu präsentieren. Das gilt zunächst bis zum 19. Februar für die erste Dekade. Danach und bis zum 27. empfängt die zweite Dekade diesen Aspekt und anschließend bis zum 7. März die dritte Dekade. Am 12. Februar geht der Mars hier im Schützen in die zweite Dekade und in eurem Zeichen und dann wird es etwas heikel, denn dann bildet er einen Spannungsaspekt hier zu Neptun und später auch noch zu den ganzen anderen Planeten, die dann in die Fische gehen und das alles bei euch im vierten Haus der Familie. Gleichzeitig zeigen Aspekte mit Jupiter, dass hohe Erwartungen im Raum stehen. Man erwartet dann mehr von euch, als ihr geben wollt oder könnt, oder ihr habt Erwartungen, die enttäuscht werden. Wichtig ist, dass ihr die Erwartungen und Anforderungen, die vermutlich aus eurer Familie an euch herangetragen werden, nicht persönlich nehmt. Um die Monatsmitte herum neigt ihr dazu, in den passiven Widerstand zu gehen und euch zu verweigern. Das ist schade, da ihr ja gleichzeitig viel Schwung habt. Versucht mal ganz bewusst darauf zu achten und vorübergehend euer Ego ein bisschen zurückzustellen und für eure Lieben da zu sein, wenn sie euch brauchen. Der 15. Februar ist ein Top-Tag für euch. Das ist der Neumond hier im Zeichen Wassermann. Er steht sehr günstig zur Schützesonne und betont die Themen Information und Fortbildung. Ist auch eine tolle Konstellation für alle Schützen, die schreiben und texten, sei es Bücher oder Internetblogs. Für die Neumond-Meditation solltet ihr über diese Themen nachdenken. Worüber wollt ihr euch äußern? Zu welchen Themen möchtet ihr etwas beitragen? Wo möchtet ihr etwas dazulernen und welche neuen Wissensprojekte habt ihr für dieses Jahr geplant? Der Neumond wird euch inspirieren und falls es in einer dieser Angelegenheiten ein Problem gibt, fallen euch originelle neue Lösungen ein. Am 18. Februar geht dann auch der Merkur ins Zeichen Fische, gefolgt von der Sonne. Und dann habt ihr bis zum Monatsende 5 Planeten in eurem vierten Haus, der Familie und des Heims stehen.
Das spricht dafür, dass es da einiges an Trubel gibt. Gäste, Kinder und vielleicht gibt es auch ein Familienmitglied, um das ihr euch kümmern müsst. Und der Mars steht dann weiterhin quer dazu, sodass ihr tendenziell etwas gereizt reagiert, wenn es euch zu viel wird. Vielleicht fühlt ihr euch auch angegriffen von einem Familienmitglied und dessen Forderungen und Bedürfnissen. Oder Familienmitglieder stellen eure guten Vorsätze in Frage. Oder ihr kommt einfach nicht dazu, eure eigenen Projekte zu verfolgen, obwohl ihr gerade jetzt so viel Schwung habt. Ich würde euch empfehlen, ganz klare Absprachen zu treffen, wann ihr Zeit für euch braucht und bekommt und wann ihr für die anderen da sein könnt. Ein Top-Tag, um euren eigenen Angelegenheiten nachzugehen und kreativ zu sein, ist der Montag, der 19. Februar. Der ist auch toll für Soloschützen, wenn sie jemanden kennenlernen wollen. Falls ihr es schafft, euch aus dem ganzen Betrieb zu Hause mal auszuklinken, wäre das ein guter Tag dafür. Ebenso der Dienstag, der 27. Februar. Das ist ein Top-Tag für abenteuerliche Momente und um unterwegs zu sein. Gegen Ende des Monats löst sich die Spannung zwischen Venus und Mars und die Venus geht in einen versöhnlichen Aspekt zu eurem Herrscher Jupiter. Und dann kehrt auch bei euch zu Hause wieder Frieden ein. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.